Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Treffpunkt Mortal Magazins. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Welche Themen wir für Sie vorbereitet haben, das sehen Sie jetzt. Wir waren für Sie bei der Automesse in der LCS und des Leobner Hauptplatzes mit dabei. In unserem Interview der Woche diesmal ein bekanntes Gesicht, ein Musiker, Helmut Wagner. Und die Shaolin-Mönche haben wir begleitet bei ihrem Auftritt in Trofeiach. Ein sehr kreativer Pressetermin hat in der vergangenen Woche auf uns gewartet. Neben einem Poetry Slam haben wir auch einen Breakdance gesehen und noch einiges mehr. Was sich hinter dem Projekt Leoben Kreativ noch alles verbirgt, sehen Sie selbst. Im April 2012 wurde im Rahmen der Jugendkonferenz Open Space das Jugendkulturprojekt Leoben Kreativ aus der Taufe gehoben. Seit damals wurden zahlreiche Projekte im Bereich der Jugendszene wie Bandwettbewerbe, Musikfestivals oder Graffiti Art Festivals umgesetzt. Im Jahr 2014 wird das Jugendkulturprogramm nun weiter ausgebaut und bietet wieder vielseitige Angebote für die Jugend. Gedacht als Zentrum für Kreativität und Kultur soll die Porubski-Halle keinesfalls nur Veranstaltungszentrum, sondern auch eine kreative Halle für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sein, die das Angebot nutzen können. Es hat sich diese Halle irgendwie angeboten, wir haben verhandelt und letztendlich wurde der Ankauf im Gemeinderat beschlossen und heute können wir das erste Mal die Halle im Rohzustand herzeigen. Natürlich sollte die Halle allen offen stehen, die im kreativen Bereich tätig sind. Wir denken natürlich in erster Linie schon an Veranstaltungen, an Coworking Spaces, wo auch Arbeitsplätze entstehen sollen. Und wie gesagt, wir sind da jetzt mitten in der Findungsphase und hoffen, dass wir einen guten Mix finden, dass die Halle wirklich mit einem ganz, ganz guten Leben befüllt wird. Das Programm, welches die Stadt Leoben im heurigen Jahr im Rahmen von Leoben Kreativ bietet, ist eine bunte Mischung aus Bewährtem und Neuem. Für jeden Geschmack ist etwas mit dabei. Wir konnten bereits einige Werke aus der Reihe Graffiti in the City bewundern, welches auch zu Leoben Kreativ gehört. Einen kleinen Vorgeschmack gaben uns auch der Breakdancer Manuel und die Poetry Slammerin Jasmin. Ich packe meinen Koffer aus und alle Grenzen fliegen raus. Am Anfang herrscht Chaos, aber das kann sich widerlegen und wir müssten diesmal das Wort Menschlichkeit nicht widerlegen. Dann geht es vielleicht um solche Fragen wie, wie viele Menschen müssen eigentlich noch wegen Hunger leiden und nicht um solche Problematiken wie, was, Madonna lässt sich scheiden? Es gingen nur mehr alle zu Fuß und es gäbe keinen Stress mehr. Es muss noch viel mehr aus dem Koffer. Dann wäre ein Poetry Slam ist ein Wettlesen um die Gunst des Publikums. Es gibt ein Zeitlimit. Es gibt Regeln, die besagen, man darf keine Requisiten verwenden, man darf nicht singen. Und es geht darum, dass Poeten und Poetinnen ihre selbstgeschriebenen Texte einem Publikum vortragen. Es ist wirklich Performance und es lebt vom Publikum und es ist live und ganz toll. Leoben ist tatsächlich eine Hochburg vom Slam in Österreich. Zum Beispiel in Leoben durch das Projekt Junges Wort, das vom Günther Tschief-Windisch initiiert wurde. Und da merken dann halt auch viele junge Menschen, also die Generation, die nächste Poetry Slam-Generation ist auf jeden Fall am Kommen und das ist gut so. Man darf sich also auf tolle Veranstaltungen in der Porubski-Halle in Leoben freuen. Das frühlingshafte Wetter hat am vergangenen Samstag viele nach Leoben gelockt. Zum einen wegen der Automesse und zum anderen zum Bummeln in der LCS. Natürlich haben wir uns auch über dieses große Angebot sehr gefreut und für Sie erkundigt. Endlich ist der Frühling da und mit ihm darf ein Fixpunkt in Leoben nicht fehlen, die Automesse. 3 Tage lang drehte sich am Hauptplatz Leoben und in der LCS alles um zahlreiche Neuwagen und Motorräder. Viele namhafte Autohändler hatten die Neuigkeiten mit dabei und die Besucher nützten dieses Angebot. Alle nennenswerten Marken auf einem Platz zu besichtigen, zu testen und Informationen einzuholen. Es war also eigentlich ein logischer Schritt, dass man das LCS in diese Veranstaltung mit einbindet. Finde ich einfach hochintelligent, wie überhaupt das LCS eine intelligente Integration in die Leobner Innenstadt war. Also ich finde das ganz toll und das bietet sich an und es ist eine perfekte Synergie ganz einfach zwischen Shopping-Erlebnis und eben Automesse. Das passt wirklich perfekt zusammen aus meiner Sicht.
Besonders die Kooperation mit der LCS war einmal mehr gelungen. Genau so ist es. Das Auto ist immer eine Faszination für viele Menschen und natürlich für alle Autofreaks. Ja. Und natürlich haben wir versucht, wieder das Sortiment abzurunden und unseren Kunden auch wieder eine andere Produktpalette zu bieten, wo sie sagen, okay, das schaue ich mir an und das kann man natürlich gut verbinden. Während am Hauptplatz der Schwerpunkt auf vier Räder gelegt wurde, stand der erste Stock der LCS ganz im Zeichen der Motorräder. Das ist die neue Fireblade, Honda Fireblade SP mit 182 PS. Ist unser schnellstes und stärkstes Motorrad, das wir derzeit im Programm haben. Es ist für mich die wichtigste und größte Plattform, die sich uns in der Obersteiermark anbietet, unsere Modellpalette zu präsentieren. Ein perfekter Auftakt und Start in den Frühling und ein Beispiel mehr für eine gelungene Kooperation in Leoben. Wenn man sie sieht, dann erkennt man die unterschiedlichsten Emotionen im Publikum. Vom Kopfschütteln bis über Verwunderung bis hin zur Begeisterung kann man alles erleben. Die Rede ist von den Shaolin-Mönchen, denn ihre Leistungen sind einzigartig. Und wir haben sie bei ihrem Besuch in Drofeiach begleitet. Mehr als 5000 Vorstellungen in 5 Kontinenten und vor 6 Millionen Zusehern konnten die Shaolin-Mönche bereits verzeichnen. Seit Februar touren sie wieder quer durch Europa und haben am vergangenen Mittwoch Station in Drofeiach gemacht. Die Shaolin-Mönche nach Drofeiach zu holen war nicht sehr einfach, nachdem wir 2001 war die letzte Veranstaltung in Drofeiach. Nach 13 Jahren durch den Herrn Sander haben wir ein bisschen das gemanagt, dass wir in Drofeiach die Shaolin-Mönche wieder auftreten können. Und ich glaube für die Drofeiacher Bevölkerung oder Drofeiach-Geihafen jetzt, dass das ganz super mal ankommt. Was ist die große Faszination Ihrer Meinung nach? Warum lieben die Menschen die Shaolin-Mönche? Ich glaube eins, warum die Menschen die lieben, sage ich eins, weil die einfach ganz andere Personen sind. Wenn ich schaue, wenn ich da gerade raufschaue zum Trainieren, wie die mit ihren Stöcken und mit ihren Körpertechniken umgehen, finde ich ganz super. In ihrer neuen Show Shamis Weg nach Shaolin wird der harte, beschwerliche und entbehrungsreiche Weg der Kinder auf der Suche nach deren Meistern gezeigt. Die Show zeigt faszinierende und geheimnisvolle Übungen der Mönche. Ihre meisterliche Beherrschung des Hard Qigong lässt Stöcke und Eisenstangen auf ihren Körpern zerschmettern und Speerspitzen gegen die empfindlichsten Körperstellen gerichtet sein. Gezeigt wird aber auch die tiefe Beziehung zwischen Schülern und Meistern.其实这些都是只能说是少林功夫的一部分，既然说是拿出来展现给大家看了，大家就不必要害怕，因为这个是经过我们排练之后，最起码不会伤害到观众，之后才会给你们演出来，所以大家不必要害怕。这个就是有的在练的时间长，有的练的时间短，然后就是在相同的环境下，就是大家就是看就是自己的功夫了。 就是可能会一群人在一起，然后进行那个考核一下。
Möchten auch Sie die atemberaubende Show der Shaolin-Mönche sehen? Dann haben Sie am 3. April in Kimberg oder am 5. April in Spielberg die Möglichkeit dazu. Passionszeit oder auch österliche Bußzeit sind weitere Begriffe für unsere 40-tägige Fastenzeit. Wir haben nachgefragt bei Pfarrer Magister Johannes Freitag, welche Bedeutung für ihn in dieser besonderen Zeit im Jahr liegt. Vom Aschermittwoch angerechnet, 40 Tage, bis zum Karsamstag dauert die Fastenzeit an. Für viele haben diese Tage keinerlei Bedeutung, doch für andere gilt es hier, wirklich einige Vorsätze einzuhalten. Welche Bedeutung sieht denn Pastoralamtsleiter und Pfarrermagister Johannes Freitag in dieser besonderen Zeit bis Ostern? Die Fastenzeit hat ja für mich nichts mit Diäten zu tun, weil da geht es ja nur um einen selber. Das ist manchmal auch wichtig, aber nicht an die Fastenzeit gebunden, dass man schaut, dass man einigermaßen im Lot ist und sich im eigenen Körper wohlfühlt. Aber Fasten heißt eigentlich, ich verzichte bewusst auf etwas, damit ich frage, bin ich von irgendwas abhängig geworden? Wenn ich zum Beispiel bewusst auf Alkohol verzichte oder auf Fleisch oder aufs Auto oder wenn ich bewusst aufs Fernsehen verzichte. Es gibt einen Bestseller derzeit, ich bin mal kurz offline, wo einer den Versuch gemacht hat, 40 Tage ohne Internet, ohne Handy. Und plötzlich hat er aber einen Mehrwert an Leben wieder bekommen. Mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit fürs eigene Leben und das, was einen umgibt. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wieder ein Mehr an Leben zu gewinnen in diesen Tagen vor Ostern. Und auch, und als Christen besonders für uns die Einladung, wir wollen auch wieder ein Mehr an Glauben, ein Mehr an Raum für Gott. Und deshalb ist die Fastenzeit immer verbunden mit den Fragen, erstens, wie geht es mir mit meiner eigenen Lebensordnung? Was ist hier eigentlich an oberster Stelle? Was sind Prioritäten in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Wie geht es mir in meiner Beziehung zum Nächsten? Nehme ich ihn wahr? Schätze ich ihn? Kann ich umgehen mit seinen Fähigkeiten, Talenten, auch mit seinen Grenzen, seinem Unvermögen? Wie geht es mir in meiner Beziehung zum Nächsten? Und die dritte Frage, wozu uns die Fastenzeit immer auch einlädt, wenn es um ein Mehr an Leben geht, welchen Raum bekommt Gott in mein Leben und was für einen Platz hat er bei mir? Sehe ich das alles, was mich umgibt und jetzt wieder im Frühling zum Wachsen kommt, als eine Selbstverständlichkeit? Oder sage ich, hier ist ein Größerer dahinter, der uns Menschen diese wunderbare Welt anvertraut hat? Sich zurücknehmen und diese Tage bewusst zu begehen, kann ein Zeichen für die Fastenzeit sein, wie auch Pfarrer Freitag gesagt hat. Der Beginn dieser Zeit ist mit einem Tag nach dem Faschingsdienstag, nämlich dem Aschermittwoch, festgesetzt. Was verbirgt sich denn hier hinter dem Namen Aschermittwoch und diesem besonderen Tag? Für uns als Christen beginnt eigentlich die Fastenzeit mit einem sehr klaren, verständlichen Zeichen, das Zeichen der Asche. Es ist Zeichen für die Vergänglichkeit. Wir bekommen diese Asche in Form eines Kreuzes auf die Stirn gezeichnet mit dem Wort, bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehrst. Das heißt, die erste Erinnerung am Aschermittwoch, klarer Schnitt zum Fasching, eine neue Zeit, die Vorbereitungszeit auf Ostern beginnt, gedenke, Mensch, dass dein Leben vergänglich ist. Aber ich finde immer da einen sehr positiven Zuspruch, weil es nämlich letztlich heißt, jeder Tag ist kostbar. Und jeder Morgen ein Geschenk. Und den ganz bewusst als ein Geschenk, als eine Kostbarkeit zu beginnen, das ist letztlich die Einladung des Aschermittwochs und zum anderen auch die Einladung der Fastenzeit nach dem Fasching, der ausgelassen und mit Freude verbunden ist. Aber die Freude, die soll man auch hereinholen in diese Zeit vor Ostern, weil letztlich geht es um unser Leben. Und Asche ist für mich auch, hat ja eine zweite Symbolkraft oder eine zweite Botschaft, nämlich Asche ist ja auch ein Dünger. Früher hat man das zum Reinigen von Gefäßen verwendet oder eben als ein Dünger. Und der sollte neues Wachstum unterstützen. Man hat zum Beispiel rund um Bäume Asche gestreut und das war eben wie ein Dünger, der das Wachstum ein Stück weit fördern sollte. Und deshalb ist für mich da schon Mittwoch auch ein ganz positiver Beginn. Mein Leben ist kostbar, einmalig, jeder Morgen ein Geschenk. Und es soll wieder um ein Mehr an Leben gehen. Und das kann auch manchmal gelingen durch einen bewussten, freiwilligen Verzicht.
Egal, wie Sie Ihre Fastenzeit begehen, ob mit einer Diät oder einem Verzicht auf spezielle Dinge im Leben, eines ist diese Zeit wirklich: eine gute Möglichkeit, über sich und sein Leben im Ruhigen klar zu werden. Natürlich darf unser Interview der Woche in dieser Ausgabe nicht fehlen. Lassen Sie sich überraschen, wer es diesmal geschafft hat, vor unsere Kamera. Ein herzliches Willkommen gilt unserem heutigen Gast im Interview der Woche. Es freut uns sehr, dass du für uns Zeit gefunden hast. Die Rede ist vom Musiker, aber auch Unternehmer Helmut Wagner. Hallo und grüß dich. Hallo, grüß dich. Freut mich auch, dass ihr da seid und dass ihr Interesse zeigt an dem, was so vielleicht musikalisch in der Region passiert mit Sensation. Oder jetzt haben wir es fix gemacht, die Herzkraft-Band, also Sensation gibt es nicht mehr. Sensation kennt man vielleicht ein bisschen länger oder der eine oder andere. Jetzt gibt es nur mehr die Herzkraft-Band, ist heute oder im heurigen Jahr eine CD geplant. Wir arbeiten jetzt hart daran. Wir hoffen, dass das im Oktober fertig ist. Es gibt dort Werke mit deutschen Texten und deswegen haben wir uns auch entschlossen, wir nehmen einen deutschen Namen und mit dem Titel Du bist Heimat kann man sagen, wir sind jetzt auch namentlich in der Heimat angekommen. Das freut uns natürlich sehr. Du hast es schon angesprochen, es gibt großartige Neuigkeiten bei euch. Zum einen einmal die Umbenennung in Herzkraft-Bands und natürlich die große CD-Präsentation. Jetzt gehen wir aber ein bisschen einen Schritt zurück, nämlich du selber, habe ich gelesen, hast schon mit 7 Jahren in der Garage Konzerte gegeben. Was verbirgt sich da dahinter und wie ist es dann mit der Musik weitergegangen? Ja, das war, Musik war eigentlich immer mein Hobby, das hat mich begleitet. Das war als Kind eigentlich alles, was Töpfe oder Schüsseln was gegeben hat, da habe ich einmal drauf geklopft. Ne? Und auch wenn ich ein Klavier irgendwo gesehen habe, da bin ich halt hin und habe halt dort probiert, den Tasten Töne zu entlocken. Dann, mein Vater hat das irgendwie so ein bisschen erkannt, hat aber dann irgendwie sich entschlossen, mich bei der Werkskapelle anzumelden. Ich bin dann bei der Klarinette gelandet, habe dann ein bisschen Saxophon gespielt und später mit 15 habe ich dann eigentlich gewechselt zum Rock'n'Roll und zur Bassgitarre. Das waren wahrscheinlich die Pubertätsjahre, die man auch durchlebt. Das hat dann eine ganz andere Richtung bekommen und habe dann Rockkabarett gemacht und das Glück gehabt, mit Menschen zusammenzukommen, die auch gern Musik machen, die Spaß haben an der Musik und die auch ein bisschen verrückt sind. Und mit diesem Rockkabarett war man dann eigentlich sehr erfolgreich. Das war Bader & Co. Und wir haben auch mit diversen Größen mitrocken dürfen durch Österreich. Wir waren mit Iron Maiden, mit Böse Onkels, Austria Rock Festival, Donauinselfest, die größten Bühnen Österreichs, da haben wir dabei sein dürfen und das ist für einen Jugendlichen, sage ich dann, schon was Besonderes. Wenn man so zurückdenkt, weiß man eigentlich, man hat das nicht umsonst gemacht und das hat immer Spaß gemacht, das muss ich sagen. Wir haben immer das spielen können, was wir wollen haben und was uns Spaß macht. Aber der Spaß ist ja geblieben, wie man merkt. Welche Richtung kann man jetzt von euch erwarten, also überhaupt, wenn man die CD jetzt anspricht? Ja, ich würde einmal sagen, die Welt ist bunt, das Fernsehen ist bunt, wir sind bunt und die CD ist bunt. Ne? Wir haben gesagt, wir wollen uns da nicht in eine Richtung bewegen, sondern wir wollen eben wirklich versuchen, Musik, die uns über Jahre begleitet hat, aufzugreifen und man hat auch Stimmungsschwankungen. Einmal gefällt einem vielleicht einmal ein bisschen eine Ballade oder was Ruhiges. Es gibt auch eine klassische Ballade, es gibt auch einen Rock'n'Roll, ne? Das gehört auch irgendwie zu uns und zu unserem Leben. Es gibt ein bisschen Smooth Jazz, weil wir als Band vielseitig sind und irgendwie immer versuchen, auch Abwechslung in unsere Gruppe zu bringen, weil das fordert dann an und bringt dann irgendwie zusammen, zwischendurch auch ein bisschen auseinander. Aber das gehört irgendwie dazu. Nicht? Und wir sind 4 unterschiedliche Typen in der Grundbesetzung. Nicht? Und da wird es dann auch jedem gerecht und es sollte ja so sein, dass man sich wohlfühlt und Musik macht, die Spaß macht. Und für uns macht halt jede Musik anscheinend Spaß. Es gibt keine Volksmusik und keinen wirklichen Schlager. Wir bezeichnen das eher als Austropop. Wir sagen, es gibt genug Angebot. Ne? Die Texte sind aus dem Leben gegriffen. Also das ist nicht immer Herz, Schmerz und Wirtshaus und Bier und Holo Daro. Ne? Es gibt Dinge, die begleiten einen im Leben, die haben wir versucht aufzugreifen. Das ist auch jetzt bei der Vorpräsentation durchaus der Fall gewesen, dass die eine oder andere Dame, muss ich jetzt sagen, mit Tränen
Stadion dort gesessen ist, weil heute gerade bei einem besonderen Lied dass das Thema Trennung angesprochen wird, das ja zu unserer Zeit gehört. Ne? Das ist in diesem Jahr, glaube ich, war das Jahr der meisten Trennungen. Das hat man natürlich aufgegriffen. Ne? Das passiert halt, es gibt halt Beziehungen, da lebt man sich auseinander. Heute gibt es irgendwie die Möglichkeit, Frauen sind ja Gott sei Dank auch gleichgestellt, die sind selbstständiger. Da ist es vielleicht eher möglich oder geht es schneller, dass man sich trennt. Das gehört schon fast irgendwie zum Leben. Ne? Das Lied geht eh Gott sei Dank dann irgendwie gut aus, aber es ist genauso ein Thema, oder mit der Zeit, die Schnelllebigkeit der Zeit ist auch ein Thema, oder das Mitternacht in New York City, das soll ein bisschen ein Gefühl geben, auszubrechen und aber jetzt muss ich dich unterbrechen, nicht so viel verraten, weil wir wollen ja natürlich noch ein bisschen selber in deine und eure Welt eintauchen, wenn dann die CD herauskommt, aber um ein bisschen in deine Welt noch einzutauchen, müssen wir noch einen zweiten Bereich ansprechen, denn du bist nicht nur Vollblutmusiker, sondern du bist auch hinter den Kulissen tätig, da haben wir uns auch kennengelernt. Bei ganz vielen Events bist du nämlich für Licht- und Tontechnik verantwortlich, denn das ist ja dein zweites Standbein, wenn man sagen möchte. Das ist mein zweites Standbein, kommt aber auch natürlich aus der Musik. Früher habe ich eben Profitanzmusik auch gespielt. Ne? Es ist dann sehr anstrengend worden, dass man sagt, jeden Tag wirklich von 21 Uhr bis 4 Uhr früh ohne Pause. Gewisse Zeit ist das lustig und toll, aber man muss halt auch irgendwie damit rechnen, man wechselt ständig den Ort. Ich habe gesagt, ich will mit Musik zu tun haben. Alles, was Musik ist, macht mir Spaß. Und ich habe auch nichts gegen das Handwerk oder handwerkliche Arbeit. Ich packe gern an, das ist mein Trainingsersatz. Dafür gehe ich ins Fitnessstudio und schleppe halt Boxen und habe meine Firma vor 10 Jahren jetzt gegründet. Und mittlerweile begleiten wir sehr viele österreichische Künstler, eben auch internationale Künstler, und haben jetzt ganz was Besonderes erreicht, weil wir mit L-Akustik, das haben wir ja voriges Jahr im Herbst zugesprochen bekommen, mit L-Akustik wirklich den Weltmarkt Führer in Beschallungstechnik in Leoben haben, und da gibt es nur 4 Stationen in Österreich. Ich habe 2 Jahre dafür gekämpft, dass ich das kriege, und das freut mich natürlich, weil man damit absolut reitertauglich ist. Wir haben heuer Künstler wie Reinhard Fendrich aus Österreich, oder wenn ich jetzt hernehme, Wolfgang Ambrust, die wir begleiten, oder auch internationale Acts, nicht, die ich noch nicht verraten darf, weil es nicht überall konkrete Zusage gibt, aber ich habe mit José Feliciano gearbeitet, Roger Chapman oder Dave Brubeck oder Joe Zawinul, durfte ich Gott sei Dank 2003 noch erleben und die Tourneeplanung und die Produktionsleitung übernehmen, und das sind schon Momente, ja, aber es ist auch eine Herausforderung, weil man natürlich auch weiß, man steht immer in der Öffentlichkeit, und wenn irgendwas hunzt, so wie wir sagen, fällt es meistens auf einen zurück, wobei man nicht immer der ist, der dafür verantwortlich ist, aber es wirkt oft so, und das macht schon schwer auch, und deshalb ist man auch immer unter Spannung. Ne? Aber deine Spannung wirst du hoffentlich auch irgendwo abbauen können. Gibt es denn neben diesen zwei Bereichen noch ein Hobby, oder hast du überhaupt Zeit? Mein Hobby ist eigentlich der Ausgleich dazu, sind die Texte oder die Lieder, die man schreibt. Mein Hobby ist auch mein Instrument, mein Hobby ist auch mein Beruf, das ist Gott sei Dank so. Den Ausgleich suche ich eher so in der Natur, ich bin gern draußen, ne, und da kann ich Energie tanken. Wir haben eine wunderschöne Natur in Österreich, durchs Musikspielen bin ich ja viel durch die Welt gekommen, deshalb weiß ich auch, dass es bei uns schön ist, und das versuche ich auch zu genießen. Ja, das ist ja wirklich ein, wie du immer wieder sagst, ein sehr buntes Leben, das du da hast, aber ich glaube, du bist absolut glücklich damit, und das ist auch fein. Wir sind jetzt am Ende angelangt, und ich bitte dich jetzt nur noch folgende Fragen von uns zu vervollständigen, nämlich dein Lieblingsessen. Gute Frage, das ist sehr viel, aber hauptsächlich wahrscheinlich eher, ich habe gern Salat mit Buttenstreifen zum Beispiel, weil die sind dann eher gegrillt oder ab und zu gebacken. Das ist genauso bunt wie die Musik oder ich. Ne? Das können auch Krautfleckerl sein, weiß ich nicht, gestern war es Krautfleckerl. Eine Persönlichkeit, mit der du gerne mal Kaffee trinken gehen würdest? Wir können gerne auf einen Kaffee trinken oder mal einen Kaffee trinken gern, würde mich sehr freuen. Haben wir noch nicht gemacht. Ne? Boah, danke, das heißt, ich bin eine Persönlichkeit. Ne? Das hat man auch noch nie mehr gesagt. Danke. Dann Alpen oder Meer? Bin ja auch wieder für beides. Es ist aber wieder ein Satz fasziniert von Alexander Bisenz, der irgendwie gemeint hat, man muss einmal
den Berg hinuntergehen, bevor man den nächsten nimmt, und da taucht man ab und zu auch im Meer ein, nicht? Aber nur dann kommt man wieder gestärkt drauf, und das versuche ich so zu leben. Ich bin gerne in den Bergen, ich bin natürlich gerne am Meer. Und abschließend, 2014 soll für dich? Das Jahr der Gesundheit sein, weil es überall, sage ich, irgendwie Tumulte gibt, und ich hoffe, dass sich das beruhigt und dass nicht zu viele Menschenleben da unter die Räder kommen. Da sind wir natürlich auch mit deiner Meinung dabei. Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön für deine Zeit, für deinen Einblick in deine wirklich kunterbunte Welt, wenn ich so sagen darf, und für deine herzerfrischende Zeit, die du uns jetzt im Interview gegeben hast. Danke und ganz viel Erfolg, und ich werde wahrscheinlich sagen, im Oktober sehen wir uns wieder. Bedanke mich auch. Bin froh, dass wieder Medien gibt, die Themen in der Region aufgreifen und das wahrnehmen und weitertragen. Und ich wünsche euch viel Erfolg und gutes Gelingen weiterhin. Das Museum des Monats ist im April das Radwerk 4 in Vordernberg. Am 12. April sind alle Besucher herzlich eingeladen, in die Welt der Erzröstanlage, der Erz- und Holzkohlenförderungseinrichtungen und noch vieles mehr einzutauchen. Am 12. April geht's ins Radwerk 4 in Vordernberg. Schmökern Sie über den Monatsmarkt, jeden ersten Samstag im Monat in Leoben. Gestartet wird am 5. April am Kirchplatz in der Straußgasse und in der Dimmersdorfer Gasse. Von 9 bis 13 Uhr besuchen Sie den Monatsmarkt. Zum Leben. Tenne. Die Rieseralm in St. Wolfgang im Zirmland ist das Skigebiet für die ganze Familie. Auf herrlichen Naturschneepisten gibt es Skivergnügen zum fairen Preis. Im Gasthof Rieseralm werden Ihnen Spezialitäten aus der eigenen Landwirtschaft und Jagd serviert. Skitouren, Mondscheinrodeln, Einkehrschwung und Hüttengaudi. Die Rieseralm ist der Geheimtipp in der Steiermark. Der freundlichste Optiker Österreichs präsentiert die unglaubliche Nimm-3-Zahl-1-Aktion. Erste Brille kaufen, zweite Brille gratis. Und die dritte Brille zum Verschenken. Ja, und zusätzlich gibt's das Jubiläumsgutscheinheft. Pearl, 15 Jahre, das Beste sehen. Bad zum Leben. Tenne. Die Gartensaison ist ja jetzt schon seit einigen Tagen eröffnet. Haben Sie denn schon ein bisschen was getan, vielleicht Gemüsepflanzen gesetzt oder noch einiges mehr?
Wir waren bei Bella Flora, denn dort ist natürlich auch schon alles dem Garten und dem Frühling gewidmet. Welche Trends es für Sie gibt, sehen Sie selbst. Erste zarte Frühlingsboten erfreuen bei Bella Flora das Herz aller Gartenfreunde. Narzissen, Tulpen, Vergissmeinnicht oder Stiefmütterchen lassen den Frühlingsgefühlen freien Lauf und machen so richtig Lust auf die diesjährige Gartensaison. Bei Bella Flora ist man darauf gut vorbereitet und voller Tatendrang. Und auch in diesem Jahr spielt das Motto City Gardening eine wichtige Rolle. Selbst auf dem kleinsten Balkon ist Platz für einen Garten. Unsere besten Sorten lassen sich bereits auf kleinster Fläche kultivieren, wie zum Beispiel Tomaten, Erdbeeren oder Paprika oder auch Bärensträucher und Terrassenobstbäumchen, die zum Naschen verführen. Und dafür ist jetzt die perfekte Pflanzenzeit. Unsere besten für 2014 sind besondere Züchtungen bei Petunien, Geranien und Kapmargeriten. Sind besondere Züchtungen, die bestechen durch ihre intensive Farbe und durch ihre lange Blühfreudigkeit. Neben den Obst- und Gemüsepflanzen geht es aber auch schon wieder mit den Balkonblumen los. Und natürlich gibt es auch da Trends. Und neben den vielen neuen Sorten auch eine ganz spezielle. Das wäre zum Beispiel die Grand Idol. Das ist eine ganz spezielle Pelargonie, die von der Blüte her doppelt so groß ist wie die gewöhnliche. Mit den Ideen von Bella Flora steht in einem bunten Frühling, egal ob im Garten oder am Balkon, nichts mehr im Wege. Der Mann und Grisemann, die bekannten österreichischen Kabarettisten, haben einmal mehr ihren Namen Ehre gemacht in Judenburg. Das Zentrum in Judenburg war am Freitag bis auf den letzten Platz ausverkauft. Grund dafür war der Auftritt von Dirk Stermann und Christoph Grisemann. Natürlich weiß ich, dass man das nicht mehr sagen, stottern. Politisch korrekt sagt man geschwindigkeitsvariables Sprechen. Stermann hat bei dem gleichnamigen Programm vergessen, auch für seinen Kollegen Grisemann Text zu schreiben. Wie konnte das nur passieren? Tut mir leid, dass ich hier so reintanze, aber so geht es nicht. Das ist ein Theaterstück. Ihnen gefällt das auch noch, diese flachen Witze? Ich meine, sorry, eine fett abgesaugte George Clooney-Karikatur. Ja, dich total unkonzentriert. Ich bin halt auch schon älter und habe eh grundsätzlich Angst davor, auch irgendwann mal dement zu werden. Ich habe halt angefangen zu schreiben und vergessen, Grisemann reinzuschreiben. Es ist mir eh auch peinlich und er weiß auch, dass mir das unangenehm ist. Aber er ist mir wohlgesonnen genug, dass er mir verziehen hat. Bono Vox oder Bob Geldof dafür, dass der Hunger in der Welt weniger wird. Und bei uns in Österreich erklärt uns Barbara Karlich, wie man regelmäßig kackt. Das ausverkaufte Zentrum ließ auf einen unterhaltsamen Abend hoffen, welcher sich auch als solcher erwiesen hat. Das ist deine Frau? Das ist meine Frau. Und die heißt Backstage, oder was? Nein. Würde mir irgendwie passen. Begrüßen Sie heute Dirk und Backstage Stern. Das ist ein Wahnsinn. Das ist, die hast du mir nie vorgestellt in all den Jahren. Ich liebe sie sehr. Warum? Die Stimmung war sehr ausgelassen und das Programm, wenn auch mit einem Augenzwinkern zu sehen, sehr gelungen. Also ich kann das erklären mit dem Salat. Also vor 2 Wochen haben wir einen Kühlschrank besorgt von der Caritas. Und dann schleppe ich den Kühlschrank nach Hause und zu Hause bemerke ich, im Gefrierfach ist noch Salat drin. Und ich schmeiße ja nichts weg. Und ich habe mir gedacht, für Deutsche reicht's. Alles ist da aufgefressen. Wieder einmal geht eine Treffpunkt Murtal Magazin Ausgabe zu Ende. Das soll aber nicht bedeuten, dass es nichts Neues für Sie gibt. Nein, im Gegenteil. Schauen Sie doch einmal auf unsere Facebook-Seite, denn wir posten immer wieder lustige Fotos von unseren Drehterminen auch unter der Woche. Und unser neues Programm gibt es natürlich auch für Sie nächste Woche wieder zu sehen, ab Freitag mit spannenden Themen aus der Region für Sie nach Hause geliefert. Ich darf mich nun im Namen des gesamten Teams bei Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.